Willkommen zurück zu Trine 3, der Artefax auf Power. Da machen wir hier aber ganz gemütlich weiter. Die drei Helden Amadeus. Der letzte unserer drei Helden war Amadeus. Als junger Mann hatte er immer davon geträumt, ein mächtiger Zauberer zu werden und die Leute zu beeindrucken. Doch die großen Feuerbälle bekam er nie richtig hin. Dafür konnte Amadeus Kisten herbeizaubern wie ein Weltmeister. Und zu seinem Glück stellte sich dieses Talent als nützlicher heraus als erwartet. Ja, das klingt ja schon mal sehr gut. Dann werden wir mal hier starten. Los jetzt. Amadeus der Zauberer war im wohlverdienten Urlaub und beobachtete Riesenschildkröten mit seinem Weib Margaret und seinen drei Kindern. Das Weib des Zauberers hatte ein wahrhaft feuriges Gemüt. Kein Wunder, dass alle drei Kinder mit Feuerbällen umgehen konnten. Und so war es ein Segen, als sie Amadeus allein ließen und er ein kleines Schläfchen machen konnte. Doch er schlief zu lang. Und als er erwachte, war es zu spät, um noch Schildkröten zu sehen. Ich bin zu spät. Viel zu spät. Also, das sieht da hier schon mal übelst geil aus, ey. Auf der Insel weg auch, ja, ne? So, dann werden wir die Scheiße hier mal stapeln. Und dann können wir das hier einsammeln. Schöne Hängematte hier. Ah, da oben hängt was, oder? Kriegt man das da irgendwie runter? Irgendwie nicht. Egal, machen wir mal einfach weiter hier. Ja, das sieht da sehr simpel aus hier. Ja. So, erstmal kommt hier rauf. Zack. Und das andere kommt dann auch hier rauf. Dann können wir hier ganz gemütlich hochklettern. So. Na, nimmst du deine Kiste? Wunderbar. Na, jetzt guckt euch das an, der sieht doch schon mal recht geil aus hier. Also mir gefällt. Kann man hier auch ins Wasser gehen? Ha, geil, ey. Das gefällt mir, ey. Na, guck mal, kann man das auch hochnehmen. Ist ja geil. Da so diesen Teil, ey. Ist ja geil, ey. Oh Mann, ey, das gefällt mir. Ich weiß nicht, ob das Wrack hier so familienfreundlich ist. Naja, das kann man ja. Kann man ja alt entsorgen hier. So, da haben wir auch noch ein Dings. Und da hängt auch noch eins. Wunderbar. Ja, dann können wir hier erstmal ganz gut verschweitern. Oh Mann, ey. Du kannst halt runterfeuern hier. So, da ist weiter nichts, okay. Der Zauberer. Ich könnte die Klippe hochklettern. Dann hätte ich einen besseren Blick auf den Strand. Vielleicht sehe ich dann die Schildkröten und Margaret und die Kinder. Okay, und wie komme ich dann hier hoch? Hm.
denke mal, das wird kompliziert da hoch. War jetzt oben? Ist ja witzig. Warte mal. Da kommt man gar nicht hoch, wa? Oder? Ach nee. Das lassen wir mal sein. So. Da haben wir auch noch so ein Teil. Na, hält das? Na, natürlich nicht. Wunderbar. Na. Wunderbar. Die Aussichtsplattform führt durch dieses wenig einladende Tor, aber es ist verschlossen. Ja, kann ich da wieder einhängen? Ja, wunderbar. So, was haben wir hier? Ach nee, warte mal. Genau, da kann ich nämlich da aufspringen. Sauber. So, was haben wir hier? Du kommst erstmal da rein. So. Dann kann ich nämlich erstmal runter. Ah, sag mal, wo bin ich denn hier? Hallo? Boah, ich sehe mich hier gar nicht, ey. Wollte schon sagen. So, dann kann ich nämlich... Naja, nicht runter. Hoch, mein Dick. So. Scheiße, wie war denn da? Ach ja, genau, so, genau, wollte schon sagen, ey. Ist doch simpel, warte mal, so war das. Oh Mann. Was für ein Anblick. Und da sind die Schildkröten. Die wollen bestimmt... neue Kröten machen. Das sind aber Riesenschildkröten, ey. Das Artefakt der Seele. Wie schön, dass du da bist. Danke nochmal für die magischen Kräfte, die du mir verliehen hast. Und für die tollen Abenteuer. Wenn's dir ums Geschäft geht, tut's mir leid. Es ist nämlich gerade schlecht. Ich mache zum ersten Mal Urlaub mit meiner Familie, seit du und ich uns getroffen haben. Trine, kannst du bitte kurz warten? Das Schaf hier muss zu seiner Familie zurück. Oh, das ist gerade ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut da rein, bis dann.